In Etüden geht es um Technik. Das klingt ja schon mal langweilig. Und in Etüden, die müssen schnell sein. Klingt mühsam. Doch kennst du die Ferling-Etüden? Die sind anders. Warum ist es für dich total sinnvoll, Etüden zu üben? Und was macht gerade die Ferling-Etüden so besonders? Schließlich muss da ja irgendwas dran sein, denn sie gehören für Saxophon zu den meistgespielten Etüden weltweit. Es ist der Geist, der dahinter steckt. Ferling ging es darum, in seinen Etüden die Musik seiner Zeit zu vermitteln. Was waren das jetzt für Stile, die man damals im 19. Jahrhundert gespielt hat? Es gab Polka, Marsch, Polonaise, Walzer. Warum sollst du jetzt diese alten Schinken spielen? Weil Ferling damit seinen Etüden einen musikalischen Charakter verliehen hat. Es ging ihm also um Musik. Ihm war die melodische Gestaltung wichtig, die Phrasierung. Und das hilft dir weiter, egal ob du Klassik, Jazz, Rock oder Pop bevorzugst. Phrasierung ist nämlich eines der Kernthemen für Blasinstrumente. Hier geht es um den Luftstrom, hier geht es um den Klang, den du leicht und geschmeidig gestalten willst. Der Klang, der ergibt sich aus Dynamik, aus Artikulation und eben deinen gekonnten Umgang mit dem Luftstrom. All das kannst du ideal mit den Ferling-Etüden trainieren. Ich zeige dir, wie du dabei vorgehst und wie du musikalisch maximal von den Ferling-Etüden profitieren kannst. Mein erster Tipp: Beginne nicht mit der Nummer 1 in C-Dur. Das ist auch nicht die leichteste Etüde. C-Dur steht nur im Quintenzirkel ganz oben an erster Stelle. Und das ist Musiktheorie. Doch wir wollen Musik machen. Also schauen wir uns die Musikstile in den Etüden an und finden so den perfekten Einstieg in die 48 Etüden Opus 31 von Franz Wilhelm Ferling. Wir beginnen mit den Märschen. Und zwar mit der Nummer 43 in B-Moll. Zugegeben, B-Moll hat viele Vorzeichen. 5b, um genau zu sein. Doch wenn du mal so weit bist, um dir die Ferling-Etüden auf den Notenständer zu legen, dann schockieren dich nicht mehr die Vorzeichen. Dann ist es eher willkommen für dich, auch mal ungewöhnlichere Tonarten zu trainieren. Das Besondere an der Etüde Nummer 43 ist, dass sie eine Art Titel trägt. Marcia Funebre, Trauermarsch. Der Trauermarsch war im 19. Jahrhundert ein sehr populäres Genre. Berühmte Komponisten wie Chopin, Verdi, Wagner und auch Mahler hatten Trauermärsche in ihrem Programm. Bist du auch James Bond-Fan? Da fällt mir nämlich die Anfangsszene aus Live and Let Die ein. Ein alter James Bond, aber trotzdem super Beginn. Nämlich die Marching Band kommt um die Ecke, spielt einen Funeral March und in dem Moment, als sie eine Leiche mit dem Sarg aufsammelt, zack, beginnt ein ausgelassener Swing. Was für ein musikalischer Cut. Ja, und was für ein musikalischer Charakter hier. Den sieht man auch in dieser Szene. So soll es bei den Etüden von Ferling sein. Wie nähern wir uns nun dieser Etüde? Indem wir den Charakter und die Struktur anschauen. Was macht den Trauermarsch aus? Das ist Rhythmus, Takt und Tempo. Zähle deswegen zu Beginn erstmal in Achteln, damit du den Rhythmus genau kennenlernen kannst und präzise ausführen kannst. Denn in dieser punktierten Sechzehntel im Anfangsthema, da steckt schon die ganze Trauer drin. Sogar eine Klage. Bis das 32. endlich kommt, ist genug Platz für einen Seufzer. Wechsel dann bald in den Viertelpuls, denn am Anfang steht 2/4. Es ist ein Zweivierteltakt und der Zweivierteltakt ist der Marsch.
Die 1 ist normalerweise stärker betont, aber im Anfangsthema gehe ich mehr auf die 2, um dem Ganzen einen schönen Bogen zu geben. Hör es dir nochmal an. Mein Tipp für diese Etüde: Schau dir die Betonungen an und prüfe, wie stark du welche Betonung machst. Als Tempo wähle ich ein getragenes Tempo Viertel ca. 34. Um die Phrasierung besser kennenzulernen, schau dir die Gesamtstruktur an. Da gibt es das Thema, wie gerade gespielt, dann gibt es den Mittelteil, eine Art Reprise und schließlich die Coda. Der Mittelteil geht komplett anders weiter. Total lyrisch, positiv. Man denkt in wohligen Gedanken an den Verstorbenen zurück. Direkt hier schließt dann das Thema vom Anfang, der Rhythmus vom Anfang an, dieses punktierte 16. aber jetzt mit einer kleinen Verzierung. Dadurch wirkt das Ganze viel verspielter. Nun kommt sogar eine Sextole, eine 16-Sextole könnte man in 2 Triolen unterteilen und eine Triole hat den Charakter des Tänzerischen. Ein Dreier ist immer was Drehendes gegenüber einem Zweier, diesem geraden Puls wie bei einem Marsch, ist der Dreier eher der Walzer. Der kommt jetzt in der Triole. Die folgende Reprise spiele ich mit dem Übergang. Hier wird zwar nicht das Thema 1:1 wiederholt, aber es kommt eben dieser Rhythmus. Und auch in Gedanken ist man wieder in diesem Klagen, in dieser Trauer drin. Aber es schleicht sich so subtil in diesen Mittelteil rein. Und deswegen bleibe ich erst einmal eine ganze Weile sehr zart, bevor jetzt dann die Trauer wieder komplett durchbricht, in einem großen Crescendo zum Höhepunkt geht. Darauf folgt die Coda. Die Coda sagt mir, ich habe angenommen die Trauer, ich habe den Todesfall angenommen, ich habe den Verlust angenommen. Jetzt habe ich es wirklich angenommen. Für den Schluss könnte ich mir noch eine Alternative vorstellen, sowas wie so ein Fade-out, ein Ritardando. Ich mache es mal vor. Ich persönlich bevorzuge den Schluss ohne Ritardando. Mit Ritardando bleibt für mich noch etwas Trauer übrig. Das hat sicher seine Berechtigung. Entscheide also du selbst, was für dich besser passt. Ich habe diese Teile, diese musikalische Struktur in den Noten markiert. Du kannst diese Noten bekommen
Unten in den Beschreibungen steht der Link zu meinem Newsletter. Abonniere ihn, dann bekommst du auch die Noten dazu. Worauf solltest du nun für den Klang achten? Hier geht es besonders um deinen Ansatz. Gerade in den Stellen, die ins Forte gehen, da muss der Ansatz stabil bleiben. Und ich spiele dir jetzt gerade mal nochmal die erste Stelle davon vor. Nun höre dir die Etüde Nummer 43 noch einmal komplett an. Ich freue mich über deinen Kommentar zu diesem Video. Vergiss nicht, dir die Noten zu holen, indem du meine Newsletter abonnierst. Den Link dazu findest du unten in den Beschreibungen. Bis bald auf diesem Kanal der Saxophonschule Christoph Kirschke.